Ich glaube, ich stehe im Wald. Gute Moscheleits. Guck in den Müll. Es ist kalt. Tatsächlich minus 6 Grad. Ich habe mich ein bisschen falsch angezogen, weil ich das nicht erwartet habe tatsächlich. Jedenfalls sind wir in Ludwigswinkel und wir gehen halt drum Bergsteig. Den habe ich jetzt auch schon länger auf dem Schirm. Und halt packen wir es an. Und zwar ist das auf dem Rücken vom Rumberg mit Rumbergtürme. Mega geile Felsen. Und zwischendrin gibt es noch diverse andere Sachen zum Bestaunen. Und das Ganze gehen wir uns jetzt auch gucken. Gucken wir mal. Ah, schön. Viel Spaß, Freunde. Thank you.
So leid, wir haben es fast geschafft. Also an sich eine wunderschöne Tour, vergleichbar mit dem Napoleonsteig. Also Felsformationen wieder ohne Ende. Absolut toll, knackige Aufstiege, um die 350 Höhenmeter, also mittelschwer kann man sagen. Ne? Alles in allem waren es jetzt um die 11 Kilometer. Und ja, jetzt kommt halt das nicht so schöne. Ne? Ich habe da ja zwischendrin schon mal ein bisschen Dampf abgelassen und schön mal den Kessel hochgegangen. Also Leute, ich bin diese Tour mit Bewunderung gegangen. Klar, Felsen, da hat mich sowieso gleich jeder damit. Geologisch wieder absolut interessant. Aber das Naturmädchen in mir, das hat nur geheilt. Absolut nur geheilt. Gerade Momentchen, ich muss mal gucken. Ja, da. Das, also. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Video so, wie ich es mache, rüberkommt. Aber was ich hier heute gesehen habe, das hat bisher alles getoppt, was ich jemals gesehen habe. Was Totholz und Baumfällungen betrifft. Also mir würde es echt am Herzen liegen, wenn es vielleicht auch in Förster sieht. Oder, keine Ahnung, oh, da haben wir wieder ganz viel Haareis da. Gucken wir mal. Da. Schon wieder abgeschweift, sorry. Der mal das Ganze mal sachlich erklären kann. Weil für das, was ich da gesehen habe, ist es meines Erachtens, das kann man nicht rechtfertigen, was da abgeht. Ich meine, ich, wie gesagt, bin jetzt auch kein Fachfrau, ja. Bisschen was weiß ich, ganz so dumm bin ich nicht. Wenn das gegen den Borkenkäfer da sein soll, finde ich es eh ein Witz. Dann sucht er sich der nächste Baum. Also, wir kriegen den so schnell eh nicht los. Einfach, wenn das irgendjemand sieht, der mir da ein bisschen vielleicht andere Denkanstöße geben kann, die ich vielleicht jetzt gerade nicht sehe, weil ich zu viel mit Gefühl an die Sache trage, wäre das ganz cool. Also, das muss ich sagen, das hat mir echt weh getan, gell? Das zu sehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es nur eine Momentaufnahme ist, dass halt einfach mal der Wald richtig sauber gemacht worden wird, also gemacht wird, weil das vielleicht schon länger nicht mehr gemacht worden ist. Weiß ich nicht, es ist jetzt nicht so mein Gebiet hier, kann ich nicht beurteilen. Aber das hat schon Wege, ganz ehrlich, also Wahnsinn. Naja, alles in allem, aber eine sehr zu empfehlende Tour. Die ist knackig, die hat es in sich, aber man sieht auch ganz viel. Waren jetzt, glaube ich, eh zwei Aussichtspunkte dabei, wo man so ein bisschen in den Pelzer Wald gucken kann. Ist halt, wie gesagt, wieder mehr felsenlastig, so in Richtung Napoleonsteig. Aber absolut zu empfehlen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch mit dem negativen Aspekt da jetzt. Gut, es ist, man sagt halt immer, es ist halt so. Ja, es ist aber halt das Problem. Es darf eigentlich so nicht sein. Aber gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wissen ihr, Daumen hoch. Und gern kommentieren, wie immer. Wir lassen es jetzt ausklingen, wir sind gleich da. Dann bleiben schön gesund. Bis bald. Tschüssel.